Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog, zu Vlog Nummer 6. Und wir sind heute mal wieder auf einer Geschwistermission unterwegs, weil wir fahren heute noch einmal zum Flughafen in Saint-Denis, um dort zu gucken, ob wir doch noch ein Auto mieten können. Die Hoffnung ist noch mit verloren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, und ja, wir sind gespannt und warten auf den Bus, von dem wir gar nicht wissen, welche Uhrzeit er kommt. Top. Übrigens, wo wir gerade stehen im Cajun in dem Bus hier sitzen, ist mir gerade eine Geschichte im Gefallen, die mir ganz vergessen zu erzählen. Als wir das erste Mal mit dem Bus gefahren aus Saint-Denis, da haben wir eine Frau getroffen. Und zwar wollte mir doch gerade den Bus hinsteigen, so das erste Mal. Und wir haben jetzt so genau gewusst, wie das ist mit dem Ticketkauf, ob man das beim Busfahrer kauft, dann in dem Haus und wie viel es kostet und so. Und dann wollte man gerade hinsteigen, da kam eine Frau aus dem Bus ausgestiegen und hat mir so Papiere in die Hand gedrückt und eine Klappe. Warum drückt die Frau mir dann jetzt ihren Müll in die Hand? Dann hat sich aber rausgestellt, weil dann kam die Frau noch ein zweites Mal zu mir, hat mich angetippt und hat gesagt, dass das 3 Tickets für Los Angeles, es waren sogar 4 und die gelten immer 3 Stunden. Dann hat die Frau uns einfach ihre Tickets geschenkt. Das war richtig nett, dann musste ich mir nichts bezahlen. Ah, und dann noch in Geschichte, mir hat die eine Autopanne gehabt. Robert. In Saint-Gilles und es hat genau endlich der Familie bei uns angehalten, um zu fragen, wie es uns geht oder ob was los ist. Und sogar die Polizei und die Krankenwagen und alles sind an uns vorbeigefahren. Niemand hat sich für uns interessiert, außer die nette Familie, die da mal gefroren hat und mal. Die waren nett. Die waren richtig nett. Die haben uns geholfen. Also wollten uns helfen. Sie konnten uns nicht helfen, weil das Auto war halt kaputt. Aber wenigstens haben sie noch gefroren. Das war sehr lieblich. Wir sind jetzt am Aéroport de la Réunion und am angekommen. Diese Ranger da sind Gold wert, weil ich kann meinen Koffer nicht dran, der ist viel zu schwer. Ich freue mich schon auf die Rückreise. Nee. Achso. Das war's ja. Jedenfalls suchen wir jetzt einen Mietwagen. Wir sind am Flughafen. Wir haben kein Auto gemietet, weil es hat sich herausgestellt, dass es einfach hoffnungslos ist. Alle Autovermieter hassen Menschen ohne Ende 20. Ja. Das macht gar keinen Sinn. Jetzt kommen mal meine Gründe, warum Jugendfahrer eigentlich bessere Autofahrer sind. Wir kennen die Autoregeln, wir wissen, was man beachten muss. Und wir kennen doch letzten Endes auch Geld. Wir würden sogar mehr bezahlen. Wir wissen nicht, wo wir hier gerade sind. Und mit 18 ist man voll geschäftsfähig. Ach, in Frankreich, in ganz Europa. Warum dürfen wir dann keinen Vertrag abschließen? Ich verstehe es nicht. Wir hätten denen alles unser Geld gern, was er haben wollte. Jedenfalls hat sich ja nichts ergeben. Wir können einfach kein Auto mieten. Ich meine, wir hätten ja ein Auto gehabt, alles wäre gut gewesen. Und ja. Bus und Bahn, das funktioniert, aber es ist richtig, doch richtig, man kann es machen mit Bus und Bahn, aber man muss dann halt auch damit lebe, dass man halt auf Fahrpläne angewiesen ist. Wenn man den Bus verpasst, ist der Bus weg und ja, es kostet halt Geld. Wenn man nach Réunion reist, ist das hier übrigens den ersten Eindruck, den man gewinnt. Ich glaube, das hat mir gar nicht so gezeigt, aber es ist einfach hier schon so schön. Ja, renne zum Bus! So, wir sind jetzt im Carrefour und essen da einfach Nudeln. Weil wir ja so selten Nudeln essen. Richtig, aber die sind sehr fein. Und ja. Geht dann gleich auch schon nochmal nach Hause. So, mittlerweile sind wir nochmal zu Hause und die Luise ist auch nochmal von der Partie. Ich kann euch sagen, was ich heute gemacht habe. Ich war hier und habe erstens den Vlog fertig geschnitten und zweitens habe ich mich ein bisschen hingelegt, weil ich habe ein bisschen Ruhe gebraucht und das hat mir sehr gut getan. Jetzt geht es mir wieder sehr gut. Ich bin frisch wie immer. Top. Wir haben ganz schön viel zu viel Püree und zu viel Reis gemacht. Hundewein ist leer. Oh je. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Die Luise wirft gerade den Müll weg und das beschreibt auch schon einen großen Teil dieses Tages. Wir haben nämlich endlich mal den Müll weggebracht und die Wäsche ist gerade eine Waschmaschine. Also wir erneuern uns hier gerade ein bisschen. 2 Wochen sind um, eine Woche steht uns noch bevor und heute ist Sonntag. Sonntags muss man unbedingt was machen. Zudem ist ja noch der 2. Advent und dann wollte man das ein bisschen besinnlicher gestalten. So, wir haben unser Ründchen im Pool schon genossen und jetzt genieße mal unser Essen. Die Jakob fragt vergeblich die Luise nach dem Salz. Bitteschön. Also wirklich. Ich esse keine Tomatensuppe, weil die meiner Meinung nach ein komisches Mundgefühl erzeugt. Ich grüße Waschfanatiker und Lisa aus Ochsenhausen. Viele Grüße auch von mir. Angenommen, man liegt für einige Zeit im Bett.
Angenommen, man geht danach aus dem Zimmer und möchte sich was zu essen kochen. Was könnte man vorfinden? Oh Gott. Antwort? Ich bin jetzt so ganz, was mir damit machen soll. Und vielleicht müssen wir die jetzt mit diesem Topf da holen. Das ist mein Soßentopf. Den kann man auch spülen. Ich will aber nicht mein Blut spülen. Wie geht man da dann jetzt vor? Alter, du musst. Ich kann es dann nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Mach das erst. Wir haben die ganze Sache jetzt so gelöst, dass wir unseren Vermieter gerufen haben. Und dann hat er so einen Kescher geholt und hat den ganz schnell dort drauf gemacht. Und dann hat er die so mit der Hand, mit der anderen Hand halt so drum gegriffen und hat das so rausgebracht und hat es dann hier vorne ausgeschüttelt. Im Endeffekt war er sich dann nicht sicher, ob jetzt was rausgefallen ist oder nicht, aber ich habe genau zugeguckt und habe gesehen, dass die Spinne nicht irgendwo hingelaufen ist, sondern die muss einfach dort drin gewesen sein, sonst wäre sie jetzt noch im Sicherungskasten, aber die haben ihn seitdem nämlich gesehen. Wir haben den Sicherungskasten abgecheckt, wir haben die Terrasse abgecheckt, alles, das ganze Gebiet um den Sicherungskasten rum und es ist nichts mehr da. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass die Spinne weg ist und es ist sehr erleichtert. Das Essen ist jetzt fertig. Wir konnten uns von unserer Spinnenangst noch mal ein bisschen erholen und ich habe Nudelauflauf gemacht. Sieht das nicht fein aus? Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn es angeschnitten wurde. Es sieht sehr fein aus. Ich hoffe, es schmeckt auch gut. Was sagt ihr dazu? Es ist halt Nudeln, wo Käse drin ist. Es schmeckt sehr gut. Hallo. Also guten Morgen. Und wir sind gerade aufgestanden. Es ist kurz vor 12. Wir haben die ganze Zeit noch im Bett gelegen. Wir waren zwar wach, aber wir haben im Bett gelegen. Und jetzt frühstücken wir gleich. Danke dafür. So, hallo nun auch von unserer Seite. Wir sind jetzt schon im Bus auf dem Weg ins Vulkanmuseum. Ja, ihr wisst, was wir meinen. Ein Museum über den Vulkan. Die Luise ist hier. Hallo Luise. Ja, und wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag. Heute sind es 32 Grad. Ich bin mir gerade sehr froh, dass wir hier einen Fensterplatz haben. Gerne. Ha. Dieser Busfahrt sieht man gerade extrem diesen Wetterunterschied von unten in der Nähe der Küste, wo wir wohnen, wo es halt 32 Grad und wirklich sehr heiß war, viel Sonnenschein und jetzt sind wir hier und es regnet und es ist nebelig. Ja. Meine Haare sind komisch. Meine Haare sind komisch und ja, wir sind hoffentlich bald beim Vulkanmuseum angekommen. Maison du Volcan, das ist hier. Ach, und das ist die Luise, kennt ihr ja schon. Ich wollte noch sagen, dass ich eben fast gestorben bin, weil ich habe aus dem Fenster geguckt und plötzlich war da ein Abgrund. Und mir saß ein Bus und ich wusste, wenn der Bus umkippt, dann kippt er auf die rechte Seite. Zum Glück ist der Bus nicht umgekippt. Und ja, wir sind angekommen hier an dem Fenster. So, wir haben jetzt den Eintritt bezahlt und gehen jetzt direkt ins 4D-Kino, wo wir einen Film über Dinosaurier gucken, glaube ich. Ja, und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder so Roboterfilm oder so Dinosaurierfilm. Genau. Dinosaurier ist ab 7 und der Roboter ab 4. Gut, wir haben uns für die harte Variante ab 7 entschieden. Ja, und sind jetzt gespannt und gucken dann mal, was passiert. Bis später. So, wir sind jetzt fertig mit dem Vulkanmuseum. Es war wirklich sehr interessant, sehr aufschlussreich über Vulkane im Allgemeinen und über die Vulkane von La Réunion und die Entstehung von La Réunion. Ja, ein sehr sehenswertes Museum mit einem beeindruckenden 4D
Kino für Kinder ab 4 oder 7 Jahren. Übrigens wollte ich noch erwähnen, in diesem Vulkanmuseum, das war total interessant. Da hat man alles über den Vulkan erfahren. Da hat man dann gesehen, wie das aussieht, wenn die Lava von dem Vulkan aus ins Wasser läuft. Und das sieht dann folgendermaßen aus, dass unter Wasser die äußere Schicht dann sofort fest wird und dann innen drin das Flüssige, das platzt dann da raus und dann wird das wieder fest und dann platzt es wieder raus und wird wieder fest und so weiter. Und das sieht jedenfalls total cool aus. Das war richtig satisfying. Es regnet es. Die Luise steht unterm Baum. Hat noch ein leckeres Dessert vorbereitet, eine originale Ananas aus La Réunion, die wir jetzt genüsslich verspeisen. Nee! Das ist die Bestrafung für das Geräusch, das du klingst immer mal. So, und das war auch schon unser Tag im Vulkanmuseum. Ein Vlog, der diesmal über 3 Tage ging, geht jetzt zu Ende. Und wir hoffen, Rekord! Er hat euch gefallen. Anlässlich dieses Jubiläums haben wir uns extra für unser Weihnachtsleuchtgemälde gestellt. Ah genau, Achtung, Special Effekten 3, 2, 1. Oh, richtige Weihnachtsstimmung hier, ja, sogar im La Réunion. Ja, die Jakob sitzt schon da in seinem Abendgewand. Und ja, wir verabschieden uns dann morgen. Ja, mal schauen, was ich mache. Ah genau, die Jakob plant schon den morgigen Tag, das seht ihr dann im nächsten Vlog. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt seinen Daumen nach oben und dann Abonnement. Kommentiert und teilt. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen und sagen bis zum nächsten Mal. Ich hänge hier. Tschüss. Ist zu schön hier.